Gude und herzlich willkommen zu meinem Blind Run von Hogwarts Legacy hier im Büro Nummer 16. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe nach der letzten Mission gedacht, ich erkunde noch mal ein bisschen was. Jetzt bin ich über den See geflogen und habe hier diesen Eingang entdeckt und es ist der unterirdische Hafen. Wurde hier angezeigt. Hier bimmelt auch schon irgendwas. Du schwimmst auch ganz komisch. What's this? Ah, okay. Ich kann mal stitchen lassen. Revelio. Da hinten ist eine Seite. Eigentlich wollte ich silberne Vier-Augenbrille. Was haben wir hier? Ockerfarbener Umhang. So, das müsste die Karte. Unterirdischer Hafen. Tief unter dem Viadukthof befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstkessel über den großen See nach Hogwarts bringen. Ach, nice, krass. Hier ist es sozusagen. Ne? Auch cool. Das ist ein Aufzug. Revelio. Haben wir noch was hier unten? Wir lassen noch mal stitchen. Zack. Ja, guck mal, da hinten ist noch eine Kiste. Warum bin ich jetzt langsamer geworden? Wann gehen diese Kisten auf? Ich habe nicht nachgelesen. Mal schauen, wo wir hier rauskommen. Da steht noch Stuff. Oh, lang gedrückt halt, ne? Okay. Hätte ich den gefunden? Nö. Werwolf? Revelio. Ach, guck mal, da hinten ist ein Rätsel. Wir sind auf dem Kampfset. Lumos. Oh, ist die Frage. Bei dem Pferd. Mit hier, ich glaube hier, oder? Ich glaube, es wird heller. Die Musik wird anders. Das mit dem Tag-Nacht-Wechsel ist auch ein bisschen wild. Macht sie denn hier? Ja, wo kommen die ganzen Schüler her? Da müsste der... Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ja. Hier. Da ist sie doch. Komm mal her, Fräulein. Wir müssen kurz was klären. Sie schleichen sich hier vorbei. Ich weiß. Und holen sich gefährliche Bücher. Die sind echt aus der verbotenen Abteilung. Ja. Halt die Klappe. Genug. Hier. Vielleicht finden Sie das Fegen des Fürsten produktiver. Nachts. Lesen kann ein so Wesen magisch sein und nicht zum Fliegen. Zack. Ich habe hier auch schon wieder was gesehen, was ich mir anschauen möchte. Es geht auf. Geht's hier hin? Geht's runter zum See? Ja, ja, da geht's runter zum See. Gut. Ja, gerade komische Lichtspiegelung. Ich würde sagen, du musst halt, um den Wechsel zu machen, musst du immer eine Mission annehmen, damit es wieder Tag wird. Das ist ein bisschen wild, oder habe ich das nicht verstanden, ne? Fokustrank,
Maxima und Eldurus fliegen mal nach Hogsmeade. Mal schauen, ob der noch auf hat, der Kollege. Ich sehe Hogsmeade von hier. Auch cool mit der Lampe. Ich weiß. Hier manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. What's this? Ach, hier kann ich Kessel besorgen, stimmt. Ich wollte aber zu den Zaubertränken. Hawkshead Zonkus. Wo ist der Fred? Ollivanders. Da ist noch einer appariert. Das müsste doch sein. Hallo. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Wie kann ich heute behilflich sein? So. Fokustrank. Fokustrank. Maxima-Trank. Hat er die Tränke? Powertrank, Edurus-Trank, gucken, Maxima-Trank, Fokus-Trank. Davon hätte ich gern eins. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. So, also Fokus-Trank, Maxima und Edurus habe ich. Und teste die Tränke. Aber wo? Wir gucken erstmal, was die können, die Tränke. Inventar. Was ist der Unterschied? Oh, Maxima erhöht den Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit. Reduziert die Abklingzeit der Zaubersprüche. Oh, okay. Den Edurus, den hatte ich schon. Schade. Zaubertrank für die Ringe. Dauerhaften Stein bedeckt. Okay, und die soll ich jetzt einfach runterschütten, oder was? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Revelio. Ich bin am überlegen, ob man die jetzt einfach so trinkt. Auf geht's nach Hogsmeade. Nix, wir sind ja, raus. Und ab ins Wasser, perfekt. Und so richtig schwimmen kann der Dude aber auch nicht hier. Hinten geht die Sonne auf. So. Wahnsinn.
doch Tag-Nacht-Wechsel. Testest sie zeitgleich. Aber muss ich dann zu dem Dude hin, oder? Also, weil... Maxima und Endurus gleichzeitig. Fokus dran. Repar. Akio. Schärfe Maxima und Endurus. Zack. Und wunderbar. Okay, am Tag besuche. Sieht schon ein bisschen wild aus, ne? Also, ich will ja nichts sagen. Warum brennt mein Arm? Hopp. Schreckliche Angst vor chinesischem Kaukohl. Ein Blattgemüse mit Zähnen erscheint mir extrem unnatürlich. Ja, für mich auch. So, dann gehen wir mal zu Zaubertränken. Ab in die Kerker. Ich habe gestern versucht, im Schlaf. Oh, es wird endlich wieder hell. Es ist deutlich angenehmer, Hogwarts im Hell. Ah, hier habe ich meine Sonnenbrille gefunden. Ah, dementsprechend sieht es auch aus. Ab geht's. Meine Geschwister und ich kamen alle in unterschiedliche Häuser. Wild. Dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Ja. Gut, gut, dass ich das gelöst habe. Danke für nix. Ab in die Kerker. Geht's denn hier hin? Revelio. Los geht's, Leute. Wir brauen wieder. Voran. Sehr gut.
Lustig, dass ich hier auch kraulen kann. Ich nehme aber noch mit hier. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Nur rumgefuchtelt hier. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Genau. So, dementsprechend... Depuso. Dann beißen wir mal... Depulso. Wehrt viele Arten von Objekten und Gegnern mit beachtlicher Kraft ab. Oh, okay. Obwohl es keinen direkten Schaden bei Gegnern verursacht, können Gegner und Objekte gleichermaßen mit zerstörerischen Folgen aufeinander geschleudert werden. Auch nützlich zum Schieben und Drehen von Objekten. Ah! Got it. So. Depulso. Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberer zu meistern. Depulso! Noch dabei, wie ich sehe. Nun, Wiederholung kann ein ausgezeichneter Lehrer sein. Korrekt. Wiederholung macht uns stark. Und jetzt? Expelliarmus! Falsch. Depulso! Ich nicht. Was soll ich machen? Manchmal stehe ich echt auf der Leitung. Was für eine Quest ist denn jetzt ausgesucht? Die ist weg. Ach so, okay. Findest du Bäche vermutlich am üblichen Ort in der Nähe des Unterrichtsraums zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Im Schatten der Krypta. Ja, machen wir das doch auch noch hier. Komm, lernen wir mal zwei Zaubersprüche. Tja. Schnell. Ich verfolge derzeit nichts. Okay, das ist blöd. Moment. Zack. Jetzt müsste ich auch was verfolgen. Korrekt. Okay. Hast du Zeit? Ich könnte Hilfe brauchen. Noch nicht. Dann warten wir mal. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Das sagt er mir jetzt. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Okay. Hier lang.
Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Sonst wäre es ja kein Geheimgang. Und ich weiß es direkt, oder was? Warum kommt er nicht mit? Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Revelio. Loot. Loot, loot, loot. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen was wieder an Ausrüstung vergleichen. Zerstören wir gleich. Nehmen wir. Mein Mantel, den ich mir gegönnt habe in der letzten Folge, ist halt eigentlich unschlagbar. Für den Herbst. Wir haben Herbst. Ah, ne. Verteidigung 33. Ist gut. Ist gut. Verteidigung. Gut. So, haben wir noch hier irgendwo was? Revelio. Würde den gerne hier tauschen. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der vier Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Klingt nach einem gefährlichen Zauber. Du klingst wie Ominous. Er missbilligt die Verwendung verbotener Zaubersprüche, obwohl er diesen gerne gelernt hat.
Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Okay. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Wie er sich freut. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? So, jetzt bin ich mal... Konzentriere dich aber auf die Ziele. Jo. Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas weiter reicht als ein... Confringo! Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Mal gucken, was passiert. Okay. Gut gemacht. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Klingt irgendwie nicht ganz super. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann... Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Keine Ahnung, Sag mir, wann was mit Anne passiert ist. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt, oder? Dir entgeht wirklich nichts. Alles, was ich sagen kann, ist... Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Gringotts? Wann warst du dort? Professor Fig und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Da war dieser Portschlüssel und... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Nun, das ist alles etwas verworren. Ich höre. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Schauen wir mal. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fig und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Jo, mach das. So, dann schauen wir mal.
Hallo, Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Und Kräuterkunde? Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Oh, ein Freund. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Wir haben einen Talentpunkt. Ist es jetzt schon wieder dunkel? Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Wir machen nochmal hier unten den Kollegen. Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Kann sein, dass das so wirkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es waren oft einfach die Umstände. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichter abzuwehren. Und also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Oh Mann. Sie wirken harmlos, aber ihre Zungen können einen schon erschrecken. Eben. Unsere Mitschüler haben einfach keine Ahnung. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Das tut mir leid. Worte können echt wehtun. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Oh, man. Okay. Klingt spannend. Na gut, ich werde dir helfen. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Dann machen wir das doch. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Jetzt werden wir aber wieder belagert. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer hat Trankrezepte. Hauquatz, oh, Hauquatz, oh, nasenschweiniges Hauquatz. Rebellion.
Zauberns Name. Ich würde den Hogsmeade auch gerne einen Laden eröffnen. Ja. Finde den verborgenen Kräuterkunde-Korridor. Warum bin ich da jetzt einmal außen rumgelaufen? Und es ist schon wieder dunkel. Hier müssen wir suchen. Revelio. Oh, Bienchen. Ab Bienchen. Klumbummel. Es sind magisch fliegende Insekten, die eine Art Sirup produzieren, der beim Verzehren Schwermut verursacht. Sie ernähren sich von Nesseln und bauen ihre Nester an dunklen und abgelegenen Orten. Leider befallen sie oft Bienenstöcke und haben eine verheerende Auswirkung auf den Honig darin. Und Downer-Honig, oder was? Revelio. Ich muss hier runter, ne? Ja. Dann schauen wir mal. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Confringo! Nutzen. Okay. Diese Ranken. Ah ja, hier. Confringo! Da haben wir doch den Verborgenen. Oh nein, keine Spinnen, oder? Ah. Keine Spinnen. Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Sieht alles sehr vertrauenswürdig aus. Revelio. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Ja, ich weiß. Confringo! Oder will sie Lumos? Protego! Lumos! Ah. Teufelsschlinge. Lumos Maxima. Ich finde Teufelsschlinge schon ziemlich krass. Rein. Revelio. Da geht's nicht weiter. Akio. Kommen wir darüber? Sollten wir. Ein Smaragd. Grüner Umhang. Also ich finde die Teufelsschlinge schon ziemlich wild. Sag ich so, wie es ist. Lumos. Aber solange keine Spinnen mehr sind, ist alles fein. Das sieht nach. Nach. Können wir Depulso? Depulso! Lumos! Depulso! Lumos! Okay. Komm, bring! Das macht keinen Sinn. Lumos. Anscheinend hat die Teufelsschlinge eine Truhe beschützt.
Moment. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Okay. Die Pulse, Lumos. Okay. Wir müssen das ein bisschen anders machen. Confringo! Haben wir das jetzt geklärt? Nee. Ja, haben wir. Blauer Lederhandschuh. Und hier ist es ein Lehrerpult oder was? So, dann schauen wir mal, ob die Lederhandschuhe was bringen. Vielleicht noch was in der Verteidigung? Ne, in der Offensive. Okay, gut. Dann... Lumos! Schon cool gemacht. Gepulso, Lumos. Sammle ein Blatt der riesigen Venomosa Tentacula. Ich hab ne Idee. Was passiert eigentlich, wenn wir das jetzt... Weil das ist Incendio. Ja... Das ist ja... Confringo! Treffen wir auch? Gut. So, und wie gehe ich die an? Bewegt sich und bewegt sich. Das nehme ich mit. Confringo! Das war's. Incendio! Lumos! Gewächshäuser. Die greift mich doch sicherlich an, oder? Das sind wir mal ehrlich. Okay. Hilft ja alles nicht. Incendio! Da ist wirklich nichts passiert. Oh, ich habe gedacht, da geht jetzt mehr ab. Sei mal nicht böse, aber... Lumos. Heute ist irgendwie Folge der Aufzüge, oder nicht? Aha. Da geht's runter, okay. Wow, die hätte ich ja auch einfach hier oben. Lumos. Ja, okay. Bringen wir noch den Fred zurück, oder? Das war jetzt eines unserer leichteren Aufgaben, oder? Also, die Gewächshäuser sind wirklich schön gemacht. Und schon wieder. Es ist schon wieder Abend.
Hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Natürlich. Hallo, Duncan. Ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa-Tentakula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Nimm. Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankuff Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert. Danke für deine Hilfe. Mit Dankuff Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Der Umhang sieht cool aus. Alright. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir hatten genug Action für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut in die anderen Let's Plays, würde mich sehr freuen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.